herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Besser. Die Theatergruppe Teatro Santa Familia wurde schon 2007 gegründet. Seitdem sorgt sie jedes Jahr mit einem neuen Stück für etliche Lacher. Ich komme aus Graz, habe dort gespielt, aber das war mir zu mühsam, immer runterzufahren und habe dann 4 Leute gefunden, inklusive mir, die Theater spielen wollten. Und dann war Nestroys frühere Verhältnisse ein 4-Personen-Stück wirklich passend. Mittlerweile besteht die Theatergruppe aus bis zu 15 Mitgliedern. Dabei treffen Schauspieler mit unterschiedlichem Erfahrungsschatz aufeinander. Die Leute haben sich in den Jahren total entwickelt. Ich finde es faszinierend, wie Leute, die Kindergärtner, Polizist, was auch immer sind, plötzlich in eine komplett andere Rolle schlüpfen und die dann auch wirklich verkörpern, die das dann wirklich sind. Und es waren Leute mit Talent und die haben durch die Übung, durchs Trainieren, durchs Proben wirklich dazu gewonnen. Und ich bin jetzt sowas von stolz auf diese Truppe. Heuer steht Howard höchst honorig auf dem Programm. Dabei geht es ums Theater im Theater, weil das Stück von einer Schauspieltruppe handelt, die eigentlich nur ihre Generalprobe hinter sich bringen will. Ja, das ist sozusagen die Königsklasse von Komödie. Eine schwache Provinztheatergruppe probt einen Klassiker aus der Jahrhundertwende. Man sieht im ersten Akt die Generalprobe, die schon katastrophal genug ist. Und im zweiten Akt erlebe ich die letzten Minuten vor der Aufführung. Und dann, das ist das Highlight, sehe ich gleichzeitig, was vor und hinter der Bühne passiert. Und es passiert wirklich ganz viel Chaotisches. Eine wesentliche Rolle spielt auch der soziale Gedanke. So wird der gesamte Reinerlös seit jeher an die Pfarrcaritas gespendet. Sie unterstützt damit bedürftige Menschen in Kapfenberg. Da sind wir ganz stolz. Wir haben von Anfang an immer für den guten Zweck gespielt und jedes Jahr den kompletten Reinerlös der Pfarrcaritas gespendet, die dann halt den Leuten, die um Hilfe suchen, zu ihnen gekommen sind, es weitergeben konnten. Mittlerweile haben wir sicher einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag spenden können. Die nächsten Aufführungen finden am 3. und 4. Mai um 19 Uhr sowie am 5. Mai um 16 Uhr im Spielraum Kapfenberg statt. Danke.